Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo. Ich habe ja schon seit längerer Zeit keins mehr gemacht, weil nicht so viel anstand. Und auch diesmal steht nicht unbedingt viel an, doch es steht einiges an, was ich gerne erklären möchte. Und zwar betrifft das einmal die Video-Playlists, die momentan bei mir nicht aktualisiert werden, und die Hochlad, also die Probleme, dass jetzt zweimal schon Assassin's Creed nicht veröffentlicht werden konnte. Und zwar das folgende Bewandtnis. Ich habe mir zufällig, dazu kann man nur zufällig sagen, keine Ahnung, wie der drauf gekommen ist, habe ich mir einen Spam-Virus draufgeladen, der nennt sich Viven.pro. Den habe ich jetzt auch nach längerem Probieren und Rumgemähre endlich deinstallieren können. Problem an der Sache ist, ich bin mir nicht sicher, ob das genau alles damit zusammenhängt, aber Problem an der Sache ist, der hat mir halt mein gesamtes Browser-Ding umgestellt. Das sieht alles komplett anders aus und funktioniert auch nicht mehr richtig komplett. Ich kann sein, dass es daran liegt, es kann aber auch sein, dass es an YouTube liegt, weil auch die haben ja in letzter Zeit ein Update rausgebracht wieder. Oh, das war mein Bildschirmschoner. Ja, das Problem ist erstens, wenn ich Videos hochlade, dann habe ich jetzt dank der neuen YouTube-Funktion ist es so, dass die ersten zwei, drei Videos hochgeladen werden und die anderen Videos gehen dann alle kaputt. Ich weiß nicht, was das soll, was das werden soll. Wenn ihr das auch kennt oder wenn ihr da einen Tipp habt, wie das nicht so ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Unter dieses Video ist sehr, sehr hilfreich. Das ist der Grund, warum meine Assassin's Creed Videos zum Beispiel jetzt zweimal nicht hochgeladen sind. Ich habe sie hochgeladen, dachte mir, sie sind fertig, gehe rein an dem Tag, will es veröffentlichen, hatte davor halt drei Minecraft-Videos hochgeladen und dann das als viertes das Assassin's Creed kaputt gegangen. Scheiße, hast du noch eine halbe Stunde Zeit, dann musst du weg. Kannst natürlich nicht nochmal hochladen, ne? So, und zu den Playlists. Die Playlists wurden anscheinend bei dem Update komplett verhunzt. Wenn ich jetzt auf eine Playlist gehe, lädt das mir von Video 1 bis 80. Von 80 bis 100 schneidet es mir alle Videos aus der Playlist aus. Und ab 100 ist die gesamte Playlist kaputt. Also, die ist alles total zerquetscht und an die Seite gedrückt und so. Und ja, da ich momentan da nicht drum vorwerke. Also ich vorwerke schon drin rum, aber ich versuche da nicht noch mehr kaputt zu machen, als es schon undig ist. Kann ich momentan die Playlist nicht aktualisieren. Ich hoffe, das klärt sich mit meinem PC oder mit YouTube. Weiß ja nicht, wer da jetzt dran schuld ist. Ja, wenn ihr ähnliche Probleme mit YouTube habt, dann sagt mir es, damit ich wenigstens weiß, dass es nicht an dem Spam-Virus lag, den ich vorher drauf hatte. Und ansonsten, ja, das war mein Entschuldigungsvideo dafür. Ich hoffe, es stört euch nicht. Dann guckt halt auf den Kanal nach. Wenn ihr neue Videos sehen wollt, geht einfach auf den Kanal und klickt auf neueste Videos oder guckt einfach auf die Facebook-Seite. Da werden sie ja täglich aktualisiert. Also da sollte es keine Probleme geben. Und auch da kommen nur die Staaten. Das hatte ich jetzt auch mal. Mich wurde gefragt, warum ich das nicht ankündige, wenn ich ein Video ausfallen lasse. Tue ich. Da müsste mich aber auf Facebook suchen, weil ich tue das nicht auf YouTube ankündigen, sondern ich tue das auf Facebook ankündigen. Ja, das war's an sich schon und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!